Ja, herzlich willkommen auf dem InDesign-Blog. Im heutigen Quicktip geht es um das Thema Skalieren. Ich habe hier oben rechts, ich zoome mal ein bisschen ran, ein Logo. Und dieses Logo, wenn ich das mal auswähle und hier oben in das Breitenfeld schaue, hat eine Breite von 86,731 mm. Total krummer Wert. Ich möchte gerne, dass das Logo genau 70 mm breit ist. Wie mache ich das? Wenn ich jetzt hier oben das Feld auswähle und eine 70 eintrage und Enter, mit Enter bestätige, wird nur der Rahmen verkleinert und nicht der Inhalt. Ich möchte aber gerne, dass sich beides gleich verkleinert. Ich gehe mal einen Schritt zurück mit Apfel Z. Der Proxypunkt hier oben, der ist schon an der richtigen Stelle. Ich möchte das gerne von oben rechts verkleinern. Und jetzt trage ich nicht hier in die Breite 70 mm ein, sondern ich trage hier bei den Prozentwerten 70 mm ein. Denn ich kann auch hier in diese Felder andere Werte als Prozentwerte eingeben. Das heißt, ich wähle das hier aus, sage 70, ganz wichtig, dahinter Millimeter tippen und bestätige jetzt mit Enter. Und was InDesign macht, ist, das Logo genau auf die 70 mm Breite bringt. Und das kann man auch hier direkt oben in dem Feld sehen. Ja, das war's mit dem heutigen Quick-Tipp. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, der Tipp hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr sowas löst. Ja, vielleicht gibt es da ja auch noch eine andere Möglichkeit. Ja, würde mich auf eure Kommentare freuen und bis zum nächsten Mal.